Vielleicht bist du in der Situation, in der du jetzt endlich einen Partner finden möchtest. Vielleicht bist du schon lange auf der Suche, hast schon alles Mögliche ausprobiert, um dich herum sind alle möglichen Leute in einer Partnerschaft, aber bei dir will es einfach nicht klappen. Du hast das Gefühl, du wirst jetzt alles Mögliche tun und du willst aktiv sein, du machst Online-Dating, damit das Ganze Geschwindigkeit und Fahrt aufnimmt, damit es schneller geht und damit du endlich jemanden findest. Und gleichzeitig sind da so ein Stück weit diese Zweifel, klappt es nicht, und diese Enttäuschung willst du natürlich auch nicht, wenn du jetzt so viel machst und es dann doch nicht funktioniert. In diesem Video gucken wir uns an, erstens, was du tun musst, wenn du schnell einen Partner finden möchtest, zweitens, was du nicht tun musst, also was du lassen sollst, wenn es um Geschwindigkeit, und drittens, worauf es dabei wirklich ankommt. Diese drei Punkte, die werden wir uns angucken. Herzlich willkommen bei meinem Single Coaching. Ich bin Dana und auf dem Kanal findest du ganz viele unterschiedliche Videos zum Thema Partnersuche und wie du dir den Weg in die Partnerschaft so angenehm, frustfrei, leicht und schnell wie möglich gestalten kannst. Abonnier den, wenn du das noch nicht gemacht hast. Immer mittwochs und samstags gibt es neue Videos und drück auf die Glocke, die ist irgendwo daneben. Dann bekommst du es mit, wenn diese Videos online gehen. Eine Situation möchte ich jetzt vorab schon mal rauspicken, und zwar, wenn du in der Situation bist, dass deine innere Uhr tickt und dass du dir noch Familie und Kinder wünschst, ja, und dass du deshalb unter Zeitdruck bist. Ich verlinke dir da oben ein anderes Video, und zwar Torschlusspanik. Da gehe ich ganz speziell auf dieses Thema ein und worauf du ganz besonders in dieser Situation achten solltest, denn da sind noch ein, zwei Punkte zusätzlich zu dem, was wir jetzt hier gleich besprechen. Dieser erste Punkt, was du tun solltest, du hast es wahrscheinlich schon 25.000 Mal gehört und du hast keine Lust, es dir nochmal anzuhören. Vielleicht noch, oh, vielleicht klicke ich gleich weg, wenn sie sagt, was es ist. So, ich sag dir aber gleich, was sonst die Konsequenz ist. Und die Konsequenz von dieser Sache, mit der kommst du nämlich nicht voran. Und besonders kommst du damit nicht voran, wenn es schnell gehen soll. Also nicht vielleicht klicken, wenn ich dir gleich sage, was es ist. Punkt Nummer 1 ist, was du tun musst, ist, dass es dir jetzt gerade gut geht, und zwar so, wie du jetzt gerade bist, in der Situation, in der du jetzt gerade bist. Ich sag dir auch gleich warum, denn wenn du das nicht tust, und sei es auch nur unterschwellig, dann hast du so ein Ding, so ein Stempel auf der Stirn, ich brauche einen Partner, um glücklich zu sein. Und dann hat der andere, der dich kennenlernt, nämlich das Gefühl, er muss diese Last tragen. Er muss dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und das will er nicht. Und dann wird das nämlich schon mal gar nichts. Und besonders, wenn es schnell gehen soll. Also, Schritt zurück. Gucken wir uns an, dieses, was kannst du tun, damit es dir gut geht? Es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die du machen kannst. Es gibt so viele unterschiedliche Stellschrauben, an denen du ansetzen kannst. Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten. Und ich verlinke dir dafür jetzt ein Video, was ich dir wirklich, wirklich ans Herz lege. Und zwar 7 Wege für mehr Selbstbewusstsein. Das habe ich vollgepackt mit allen möglichen Ideen, die du tun kannst, damit es dir gut geht. Und damit du auch von innen heraus eine gewisse Anziehung, eine Ausstrahlung entwickelst, ein ganz natürliches, hey, mir geht's gut, so wie ich bin, ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Und wenn du dann nämlich in Treffen reingehst, und das, wenn du Geschwindigkeit hast, ja, du machst Online-Dating, du nimmst unterschiedliche Online-Plattformen parallel, du guckst dir einen Freundeskreis mit aktivierst und involvierst, du hast Treffen, und wenn du diese Geschwindigkeit drin hast, ist es total wichtig, dass du dabei entspannt bist. Denn es sind Momente, wo es frustrierend und nervig ist, und da musst du dich an den eigenen Haaren wieder aus dem Sumpf herausziehen, weil du sonst nämlich in so ein Loch reinfällst, ja, in so ein Loch von Enttäuschung, Frustration, warum hat dies nicht geklappt, warum habe ich eine Ablehnung, warum hat er nicht geantwortet, warum hat jenes nicht funktioniert. So, und umso wichtiger ist es, dass du in diesem Moment Möglichkeiten hast, deine Batterien aufzuladen, als wenn du mehrere Kabel hast und du kannst sie in alle möglichen Steckdosen reinschicken und saugst dich mit Energie voll. Denn dann hast du einfach eine andere Ausstrahlung. Und dann ist es nämlich auch so, wenn du jemanden kennenlernst, dass diese Person, die dir gegenüber sitzt, merkt, hey, das ist eine tolle Frau, die hat Projekte, der geht's gut, und
Ich freue mich, wenn sie überhaupt Zeit für mich hat. Ja, wenn sie mich unterbekommt, wenn ich sie sehen darf. Wenn wir was zusammen machen können. Und dann haben wir spannende Sachen, die wir zusammen machen können. Dann hat sie was zu erzählen. Hey, dann kann ich ja auch was erzählen. So, und dann fangen beide an zu blühen. Und da kommt eine Aktivität rein und eine Dynamik. Und dann ist es ein schönes Miteinander. Wenn das nämlich nicht so ist und wenn dieses ich brauche jemanden, damit es mir gut geht und endlich und jemand soll so ein Loch füllen, stell dir mal zwei Personen vor, die nebeneinander, also die sich gegenüberstehen. Ja? Beide sind in ihrer Mitte, dann sind beide senkrecht und es geht beiden gut. Wenn es einem nicht gut geht, lehnt der oder die nach vorne und will eigentlich da vorne gehalten werden. Ja, und will sich anlehnen. Und dann ist für den, der da vorne kommt und darauf eingeht, so eine gewisse Schwere, so ein Halten. Und das ist unangenehm. Und das möchte man nicht. Es sei denn, man möchte irgendjemanden haben, den man dominieren kann, den man sagen kann, was er tun kann, damit es ihm besser geht. Ja, so von oben herab. Ich glaube nicht, dass das ist, was du möchtest. Von daher, guck, was du tun kannst, damit es dir gut geht, dass du senkrecht und aufrecht und in deiner Mitte stehen kannst. Denn dann, wenn du das machst, dann willst du nämlich auch niemanden, der einen auf den macht und den du halten musst. Ja, da hast du nämlich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Aber je aufrechter du stehst, desto aufrechter wirst du auch jemanden anziehen, der genauso aufrecht und ja, in seiner Mitte ist wie du. Und dann wird einfach ein ganz anderer Schuh draus. Und dann geht es auch schneller. Denn dann läuft es, dann ist es leicht beim Kennenlernen. Diese Schwere ist oft da und es zieht sich so wie Kaugummi, wenn man sich unsicher ist, wenn es nicht funktioniert, wenn man nicht zufrieden ist, wenn sein Gegenüber nicht zufrieden ist. Und wenn da so, ja, wenn es unklar ist, ja, wenn es so ein Rumgeeier ist, dann kriegt es eine Schwere. Und dann dauert es lange und dann ist das doof. Also, diese beiden Sachen, Punkt Nummer 3 kommt gleich, aber diese beiden Sachen. Erstens, unbedingt gucken, was du tun kannst, damit es dir gut geht, damit du diese Ausstrahlung hast, damit du, was du lassen solltest, nicht diese Bedürftigkeit hast, dass du jemanden brauchst, damit es dir gut geht. Das sind die ersten zwei. Jetzt kommt Nummer 3. Und das ist ein Stück weit noch das Wichtigste. Denn du musst für dich klären, was du in einer Partnerschaft wirklich brauchst. Sprich, wer passt zu dir? Wenn du dich damit schon auseinandergesetzt hast, wunderbar. Wenn du eine Partnerliste hast, wunderbar. Ich meine nicht Shoppingliste, ich meine das, was wir bei uns in dem Prozess machen. Ja, den Erfahrungsschatz vergangener Partnerschaften heben. Wenn du nicht weißt, worüber ich rede, guck dir das Video an. Schritt Nummer 4 im Online-Workshop. Guck dir das einmal an. So, du brauchst einen Kompass. Du musst wissen, wo es hingeht. Denn du musst einfach wissen, wie derjenige aussieht, wenn er vor dir steht. Und da geht es nicht um Größe und Statur. Da geht es um innere Werte, da geht es um gewisse Dynamiken, da geht es um ein Empfinden, wie ist es, und dass du das dann wirklich erkennst, wenn diese Person vor dir steht. Und wenn du das nämlich tust, wenn du deinen Blick dahingehend geschärft hast, dann kannst du jemanden viel schneller erkennen. Ja? Dann musst du nicht so lange rumeiern und überlegen, und passt es und passt es nicht und wie finde ich das heraus. Dann hast du einfach einen ganz, ganz anderen Blick. Und manchmal ist es so, dass wir denken, wir wissen, was wir wollen, aber eigentlich wissen wir eher, was wir nicht wollen. Und wenn wir wissen, was wir nicht wollen, dann gehen wir in Treffen rein und sagen, nee, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht, durchwinken, fertig, der Nächste. Und dann winken wir durch und das Durchwinken geht sehr schnell. Ja? Nur die Gefahr ist, dass wir dabei dann auch halbwegs passende Kandidaten durchwinken, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, jemanden kennenzulernen, weil wir nicht erkennen, könnte jemand passen oder könnte jemand nicht passen, und dass wir uns dann von Männern verabschieden, obwohl sie eigentlich ganz interessant wären. Nur wir gucken gerade eher auf das, was wir nicht wollen und nicht auf das, was wir wirklich brauchen. Ja, denn viele wissen das nicht. Was brauche ich wirklich, damit jemand zu mir passt? So, diese Sache bitte klären. Unten drunter in der Videobeschreibung findest du einen Link zu einer Checkliste, die 7 häufigsten Fehler bei der Partnersuche. Und das ist jetzt an dieser Stelle hier nämlich total relevant, denn gerade wenn du willst, dass es schnell geht, musst du umso genauer hingucken. Und wenn du das nicht tust, ist die Gefahr viel größer, dass du stolperst, dass du Sachen überspringst, dass du dir bestimmte Sachen nicht anguckst und dass du dann noch viel schneller wieder auf die Nase fällst. Okay? Also ganz besonders, wenn du Geschwindigkeit reinbringen möchtest in die Partnersuche, dann
tu dir den Gefallen und guck, wie du es vermeidest, auf die Nase zu fallen. Und da lege ich dir diese Checkliste mit den 7 häufigsten Fehlern wirklich ganz, ganz doll ans Herz. Auf alle Fälle abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, damit du es mitbekommst, wenn diese neuen Videos hochgeladen werden. Ich wünsche dir alles Gute und dann bis im nächsten Video. Tschüss!